Weiter, aber ihr könnt schon mal raten, wohin wir geflogen sind. Bis gleich! So, habt ihr erraten, wo wir sind? Nein? Nein? Doch. Doch, bestimmt einige von euch wissen es. Und zwar, wir sind in den USA. Genau. Und zwar im Moment noch in Houston und fliegen jetzt dann gleich weiter nach Dallas. Genau. Wir müssen jetzt noch ein bisschen aufs Boarding warten. Und dann fliegen wir noch eine Stunde. Und dann fahren wir noch zum Hotel. Und dann fallen wir ins Bett. Deswegen sagen wir jetzt schon mal Tschüss. Und ihr seht uns bestimmt gleich entweder beim Frühstück oder nach dem Frühstück mitten in der Stadt. Wir freuen uns schon auf das Sightseeing morgen. Also, bis dann. Bis Spaß. Dann. Ciao. Kurzes Update. Und zwar, wir sind gestrandet. Unser Flug ist gecancelt worden, weil in Dallas schlechtes Wetter ist und wir nicht mehr starten konnten. Ja, jetzt haben wir uns hier ein Hotel nehmen müssen und jetzt geht morgen ein Flug um 12 Uhr rum. Und ja, jetzt warten wir auf unseren Uber und dann gehen wir erstmal ins Hotel, schlafen erstmal ein bisschen und dann kommen wir morgen wieder her und dann geht's auf ein neues. Guten Morgen, immer noch aus Houston. Wir sind aufgewacht, die Kinder duschen, machen sich fertig. Wir gehen jetzt dann gleich zum Frühstücken und danach um 12.40 Uhr geht unser Flieger. Unser Zimmer. Kleines Update. Hier schaut es jetzt zwar aus wie die Sau, aber na gut. Echt? So, da liegen Koffer, Rucksäcke, alles steht da rum, da liegt noch jemand. Gut, gefrühstückt haben wir jetzt. Und ruhen uns jetzt noch ein bisschen aus auf dem Hotelzimmer. Die Jungs sind da, sich nochmal in ihr Bett gekuschelt. Und ja, wir chillen hier jetzt noch ein bisschen. In 10 Minuten ungefähr geht dann unser Shuttle zum Flughafen. Der ist Gott sei Dank kostenlos und dauert auch nur 5 Minuten. Also wir sind gar nicht weit weg vom Flughafen. Ich habe total schlecht geschlafen die Nacht, weil mein Körper immer dachte, wieso schläfst du nur jetzt? Es ist doch schon
keine Ahnung, 7, 8 Uhr früh. Am Flughafen war erstmal totales Chaos. Die waren alle voll in Panik, dass sie nicht wegkommen. So, ne? Und da war ein Schalter mit 3 Leuten, der die Leute dann umgebucht hat. Und einer nach dem anderen ging von den 3 Leuten und hat Feierabend gemacht. Und Gott sei Dank, bei dem, wo wir standen, der ist echt noch länger geblieben und hat versucht, uns abzuarbeiten. United war wirklich kulant. Also ich meine, davon abgesehen, dass sie uns umgebucht haben relativ schnell, haben die uns auch eben 3 Hotels zur Verfügung gestellt, die wir uns aussuchen konnten. Bis zu 2 Räume, weil wir ja 4 Personen sind. Ich habe jetzt auch 2 Räume genommen, hatte jeder ein riesen, schönes, riesengroßes Bett für sich alleine. Das war echt gemütlich, wenn man hätte schlafen können. Und Essensgutscheine haben wir noch bekommen. Und zwar pro Person jeweils 2 × 20 $. Und das ist schon eine Menge. Also für $160, jetzt haben wir 60 fürs Frühstück ausgegeben. Ich glaube, das hat irgendwie so $14 pro Person gekostet. War jetzt nicht die Welt, aber ausreichend, sodass für jeden was dabei war. Jetzt haben wir immer noch Essensgutscheine übrig. Und jetzt gucken wir mal, ob wir am Flughafen dafür noch was kaufen. Es wäre ja schade, wenn das verfällt, weil es sind wir irgendwie nur 2 Tage Zeit, um die einzulösen. Und das ist dann morgen verfallen die dann quasi. Ne? Das ist wie so eine Mastercard, die aufladen für dich und du kriegst dann so einen. Das war die Toilette. Die ist laut. Die du dann auflädst. So einen QR-Code kriegst du für jeden. Genau. Ja, also so sieht es jetzt aus bei uns. Drücken uns die Daumen, dass wir fliegen können jetzt gleich. Und dann sehen wir uns hoffentlich in Dallas wieder. So, jetzt fahren wir hier noch ein bisschen im Flughafen rum. Der Kollege gestern, weil es zu spät war, hat nämlich unsere Tickets nicht richtig ausgestellt. Und jetzt müssen wir nochmal zu United und das ist im Terminal B. Und da fahren wir jetzt hier wunderschön mit so einem kleinen Wägelchen. Kleine Untergrundbahn. Ja, sehr schön. Und ja, lassen uns die Tickets richtig ausstellen und dann geht es zurück zum Terminal A und hoffentlich kriegen wir dann unsere Boarding Pass. Die Daumen weiterhin. Geht weiter den ganzen Tag. Wir boarden. Ihr glaubt es nicht, wir haben es geschafft. Also noch sind wir ja nicht in der Luft, aber wir boarden zumindest schon mal. Gerade lief es noch flüssig und ich habe gesagt, wir boarden. Und guckt mal, was wir jetzt gerade machen. Wir stecken im Boarding-Tunnel fest. Gerade sind die Piloten uns aus dem Flugzeug entgegengekommen und sind wieder rausgelaufen. Wir wissen nicht, was das bedeuten soll. Wir hoffen, sie kommen zurück. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollten wir aber auch gehen. Wer weiß. Ohne Piloten fliegt es sich so schlecht, ne? Also, weiter Daumen drücken. Also, das ist ja krass, oder? So, und ratet mal, was wir jetzt machen. Wir gehen gerade zurück. Ab zum Autoline und dann ungefähr 4 Stunden nach der Dallas. Wir sind jetzt auch schon wieder am Flughafen gewesen für 6 Stunden am Flughafen, nachdem sie jetzt unseren Flug auch noch gecancelt haben, den letzten, haben wir uns jetzt entschlossen, Mietwagen zu nehmen. Ja. Also uns verfolgt es wirklich ganz schlimm. Jetzt nehmen wir Mietwagen und sind endlich wieder Herr unserer Dinge. Nachdem jetzt auch noch 2 Koffer verloren waren, die wir jetzt erst wieder bekommen haben und haben ewig drauf gewartet, war auch noch meiner. Sauerei. Jedenfalls habe ich jetzt wieder was zum Anziehen, jetzt fühle ich mich wieder vollständig. Und jetzt geht es zum Mietwagen und hoffentlich kriegen wir noch einen und dann fahren wir nach Dallas. So. Und zwar sind wir jetzt beim Sixt gewesen, haben ein Auto gemietet und er hat uns schon vorgewarnt, dass es teuer ist. Ja, haben wir uns schon gedacht. Wir haben jetzt plus der günstigsten Versicherung und Taxes für den Mietwagen von hier nach Dallas, also von Houston nach Dallas, für einen Tag, also 24 Stunden, bezahlt, Achtung, Trommelwirbel, $478. Nee, Quatsch, also fast 500 Euro. Aber irgendwann muss der Urlaub auch mal anfangen und deswegen holen wir jetzt das Auto und fahren Richtung Dallas. Wir haben einen schönen Pickup. Ja! Da werden die Koffer, die Mini-Koffer richtig hinten rumfliegen, hast du schon gesagt, ja, ne? Ja, das wird richtig gut. Schau mal, der hat richtig, richtig Platz. So, erstmal sorry, wir sehen völlig fertig aus.
wir sitzen jetzt endlich im Auto auf der Interstate Richtung Dallas. Ziemlich voll. Wir kommen auch aus Houston noch nicht so richtig raus. Es regnet, schüttelt schon. Also es war doch eine ganz gute Entscheidung, denke ich, den Flug für heute Abend nicht abzuwarten. Weil ich denke, das wird noch schlimmer, das Wetter. Also es soll ein richtig fetter Sturm und Gewitter hier erwartet werden. Und dann hebt sowieso nichts mehr ab. Deswegen, ich glaube, es war eine gute Entscheidung, auch wenn wir jetzt noch mindestens 4 Stunden vor uns haben. Die Anreise alleine füllt wahrscheinlich schon ein ganzes Video. Aber ich fahre ein Pickup, das ist schon mal was. Ja, genau. Das Traum hat sich eigentlich erfüllt. Auch unter anderen Umständen, wie wir es eigentlich jetzt gehofft hatten. Er sitzt in einem Pickup. Yay. Auf jeden Fall wollte ich euch erzählen jetzt, dass es nämlich schon wieder den nächsten Super-GAU gibt. Nämlich über People Like Us haben wir ja so eine Austausch-Community und das sind ganz viele Leute, die sich super verstehen mit einer Facebook-Gruppe, wo wir uns eben austauschen. Und daher kenne ich auch die Dana, die lebt in Dallas. Auf jeden Fall habe ich ihr jetzt geschrieben, was wir hier gerade schon hinter uns haben und dass wir 2 gecancelte Flüge hatten und jetzt eben unterwegs sind nach Dallas. Sie wollte uns einfach ein paar Cookies aufs Hotelzimmer schicken, was ich total süß finde. Sie hat beim Hotel angerufen, um sicherzustellen, dass wir halt die Cookies bekommen. Und dabei hat sie rausgefunden, dass wir keine Reservierung haben für diese Nacht. Ich habe jetzt beim Customer Service bei Booking angerufen und hing ewig in der Warteschleife und hatte ich auch eine ganz nette Dame dran, die konnte mir jetzt tatsächlich helfen, sodass wir jetzt doch in das Hotel können und was ja schon bezahlt war übrigens. Ich sag's euch, ich bin fix und fertig und wir wollen jetzt endlich ankommen in Dallas und unseren Roadtrip beginnen. Und wir hoffen sehr, dass es morgen endlich losgeht. So. Drückt uns die Daumen. Drückt uns die Daumen, dass es nicht noch irgendwas schief geht. Ansonsten, also das halte ich echt nicht aus, ne? Das halte ich echt nicht aus. Dann filme ich das nächste Video, wie ich hier heulend sitze und ich sehe jetzt schon kacke aus, ne? Aber wir sind angekommen. Stehen vorm Hotel. Riesengroßstadt, wie man sich die USA halt vorstellt. Und jetzt gehen wir mal rein und checken ein. Ist das nicht süß? Und Leute, die duften. Also wenn ihr jemals an Austausch interessiert seid und einer richtig tollen Community,
dann schau doch einfach vorbei auf Facebook oder auf der Website People Like Us World. Dankeschön, Dana.